Wir ziehen uns jetzt von Stefan Berger 16 Fehler beim Hängematten-Camping rein. Ich bin gespannt. Zähl mal ein paar auf, Anni. Fehler ist, die Hängematte zu eng zu spannen, dass die so sackig ist. Ja, Fehler ist aber auch, die Hängematte zu weit zu spannen, ja. Weil das dann halt nicht... Ein Fehler ist, wie viele denken, in der Hängematte sich gerade hinzulegen, ja. Sondern man legt sich, ja parallel ist es ja nicht, ja schräg sage ich jetzt mal. Ja, ja genau. Mhm. Ja, sehr gut. Fehler ist es, keine Art von Isolation in der Hängematte zu benutzen. Das stimmt. Ob das nur wird auch unterschätzt. Ist oder ja. Ein Fehler ist, damit ein Video zu drehen und TikTok auszuprobieren und dass es dann reißt. Ja, guter Call. So, aber da hört es bei mir jetzt ehrlich gesagt schon. Oh, doch, ich habe noch einen. Fehler ist es, ja? wenn man ein Tarp über die Hängematte abspannt, aber keine Dripline an die Schnüre macht. Ja. Weil dir sonst die ganze Hängematte voller Wasser läuft. Ja, stimmt. Hast du noch einen? Bei mir wird es jetzt schon eng. Fehler ist es auch, eine Hängematte zu kaufen, die nicht auf dein Körpergewicht ausgelegt ist. Lol. Ja, Sören schreibt. Ja, das ist es eigentlich. Fehler ist es auch, die Hängematte an zu dünnen Bäumen zu befestigen. Ein Fehler ist es auch, keinen Baumschoner zu benutzen, sondern mit Parabol abzuspannen. Deutlich. Das geht auch gar nicht. Ja, das stimmt. Ein Fehler ist es auch, seine Hängematten nicht über unsere Amazon-Affiliate-Links zu kaufen. In der Videobeschreibung. Ja, das ist natürlich. Ja, okay, wir gehen mal rein. Gerne draußen schläft, würde sich selbst einen großen Gefallen tun, wenn er oder sie in der Lage wären, nicht nur am Boden, sondern auch in einer Hängematte zu schlafen. Dadurch bist du flexibler, kannst die unterschiedlichen Vorteile der Schlafsysteme nutzen und deine Abenteuer werden dadurch vielseitiger und interessanter. Fehler Nummer 1. In der Hängematte liegt man nicht gerade, sondern immer leicht diagonal. Dadurch verringert sich die Krümmung. Das ist auch eine wilde Hängematte, die er da hat, muss ich jetzt auch mal feststellen. Ja, stimmt. Die ist... Kannst du komplett abmachen, oder was, mit dem Reißverschluss? Das, Ja, muss ich gleich nochmal in die Videobeschreibung gucken. Ich finde das... Ich öffne das mal. Hat er die verlinkt? Das wäre mega. Meine Hängematten-Ausrüstung. Hängematte. Habe ich noch nie gesehen. Ach, Ticket to the Moon ist das. Ah, doch. Okay, kennt man. Das kennt man, aber die Version von der Ticket to the Moon kenne ich noch nicht. Ja. Cool. Du hängst also und liegst gerade und deutlich bequemer. Die Position ist dann ungefähr 1 Uhr bis 7 Uhr oder 11 Uhr bis 5 Uhr. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass du eine Hängematte hast, die groß genug ist. Und das bringt uns gleich zu Fehler Nummer 2, eine zu kurze Hängematte. Ja, eine stimmt. Gute Hängematte, in der du auch bequem die ganze Nacht lang schlafen kannst, sollte mindestens 3 Meter lang sein. Je länger, desto bequemer wird die Matte sein. Das ist die Hängematte, die ich aktuell am öftesten verwende. Sie ist 3,25 Meter lang. Für meine 1,72 Meter ist sie perfekt und dabei immer noch recht leicht. Drittens, die Hängematte... Das heißt, ich bräuchte wahrscheinlich so eine 4 Meter Hängematte, theoretisch. Theoretisch, ich da gut ja. Also ich merke das auch bei den Hängematten, die ich zu Hause habe. Die sind alle tendenziell bis auf die XL Traveler ein Stück zu kurz. Ah, krass. Na gut. Ja. Du bist auch ein sehr, sehr langer Mensch. Ja, eben. Zu stark gespannt. In einer stark gespannten Hängematte wirst du, auch wenn es dir offensichtlich erscheint, weder gerader noch bequemer liegen. Um in einer Hängematte gerader zu liegen, siehe Punkt 1. Ein guter Richtwert für die Spannung ist ein Aufhängewinkel von 30 Grad. Das kannst du ganz einfach mit der Hand oder einer App nachmessen. Dann hängt die Matte schön durch, aber nicht zu viel. Fehler Nummer 4. Fuß- und Kopfende sind gleich hoch. Das ist nicht ideal, weil wir aufgrund unseres schwereren Oberkörpers immer leicht nach unten rutschen werden, dadurch das Gewicht nicht mehr gleichmäßig verteilt ist und wir so nur noch schwer in die optimale Position kommen. Besser ist es, wenn du dein Fußende ein paar Zentimeter höher aufhängst, so wird das Gewicht des Körpers besser verteilt und du findest leichter den perfekten Hang. Okay, krass. Ich muss sagen, das habe ich auch noch nicht. Das wusste ich jetzt, also das habe ich gar nicht im Kopf gehabt, aber ja, stimmt, ich rutsche auch mit dem Oberkörper nach unten und musste danach positionieren. Ah, ja. Das ist doch mal ein geiler Tipp, Stefan. Geil, danke, Stefan. An der Stelle auch mal. Mann, Stefan, Alter. Nee, jetzt mal wirklich. Ist geil. Ja, nee, war wirklich gut, ja. Es gibt da keine strenge Formel und es ist auch etwas Geschmackssache. Aber ich würde sagen, 5 bis 10 Zentimeter höher sind ein guter Startwert. Fehler Nummer 5. Nicht nach
oben schauen. Na gut, ist ja generell. Herabfallende Äste stellen vor allem bei windigen Bedingungen eine echte Gefahr dar. Schau dir also genau an, was über dir für Äste hängen. Das Sechstens machen wir auch immer. Baumgurte. Und ignorieren es achte darauf, dass der Gurt seitlich am Baum frei vorbeiläuft und zwar so, dass er nicht abgeknickt wird. Das reduziert die punktuelle Belastung und verlängert die Lebensdauer deiner Ausrüstung. Fehler Nummer 7. Keine Isolation von unten. Wenn du in der Hängematte liegst, reicht ein Schlafsack meistens nicht aus, denn es wird die Isolation nach unten hin komplett komprimiert. Und dadurch geht fast die gesamte Wärmeleistung verloren. Das heißt, du brauchst auch immer eine zusätzliche Isolation von unten. Im Hochsommer kommst du vielleicht auch ohne aus, aber den Rest des Jahres definitiv. Auch im Hochsommer ist mir das zu kalt, wenn dann der Wind drunter durchzieht und so. Das ist ja nicht so, dass du da von unten irgendwie irgendeine Form von Isolation hast. Also ich hau mir auch immer eine Isomatte einfach rein, weil ich will auch irgendwas unten haben und nicht nur eine Schicht oder zwei Schichten Stoff so. Ja, ich finde das gut. Ich benutze mittlerweile lieber Underkills. Aber ja, kannst du halt halten wie ein Dachdecker, ne? Ja. Nicht. Im Idealfall verwendest du dafür einen passenden Underquilt. Der wird außen angebracht, sodass die Isolation nicht komprimiert wird. Du kannst dafür auch Isomatten, Schaumstoffmatten und Wolldecken verwenden, aber der Underquilt ist insgesamt sicher die beste und bequemste Option. Achtens, Underquilt falsch befestigen. Er darf nicht zu eng sein, sonst wird die Isolationsschicht platt gedrückt. Er darf aber auch nicht zu locker sein, denn sonst ist der Abstand zu groß und die Wärme kann nicht gespeichert werden. Wenn du in der Hängematte liegst, sollte zwischen dir und dem Underquilt noch etwas Spielraum sein, sodass deine Hand noch leicht dazwischen passt. Fehler Nummer 9, ein zu kompliziertes Tarp. Anfänger verwenden am besten ein Tarp, das für die Verwendung mit einer Hängematte gemacht ist. Da sind schon alle Schnüre und Befestigungspunkte vorinstalliert. Das macht alles viel einfacher und du musst nicht erst 3 verschiedene Knoten lernen. Zehntens, ein zu kurzes Tarp. Das Tarp muss mindestens 30 cm länger sein als die Hängematte, sodass auf jeder Seite mindestens 15 cm überstehen. Wenn das Tarp zu kurz ist, bist du bei Regen nicht ausreichend geschützt. 11. Tarp zu hoch abspannen. Ein höher gespanntes Tarp hat zwar den Vorteil, dass du angenehmer darunter stehen kannst, aber es macht das ganze System auch deutlich windanfälliger und für alle Wildcamper da draußen auch deutlich sichtbarer. Deshalb ist es fast immer besser, das Tarp so niedrig wie möglich zu befestigen. Fehler Nummer 12. Eine Hängematte ohne Ridgeline. Die Ridgeline ist an beiden Enden angebracht und sie begrenzt die maximale Länge der Hängematte. Das heißt, wenn du die Ridgeline einmal eingestellt hast, sorgt sie dafür, dass die Hängematte eine konstante Länge hat. Sie verhindert also, dass du deine Matte zu straff spannst und erleichtert den Aufbau. Außerdem kannst du daran Taschen und alles Mögliche befestigen, was vor allem bei einer Übernachtung extrem praktisch ist. Ich empfehle Hängematten mit einer einstellbaren Ridgeline. Damit kannst du dein Setup auf deine ganz persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die meisten hochwertigen Hängematten haben eine solche Ridgeline. Fehler Nummer 13. Das Ding hier, diese Art von Ridgeline und Knoten, das ist ja vor, auch als wir angefangen haben, kam das gerade so auf. Ja, das weiß ich auch noch. Und da haben sie sich alle einen drauf aufgegeilt. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Whoopty-Slings oder sowas? Ja, Whoopty-Sling, ne? Irgendwie so, ne? Ja. Und das war damals der Shit und alle fanden es super geil und hast du nicht gesehen, weil das halt so mittlerweile absoluter Standard geworden ist. Finde ich so geil. So wie früher beim Airsoft MOSFETs. Ja. Früher alle selber gebastelt so und jetzt mittlerweile absoluter Standard in den Knarren. Ja. Ridgeline. Fehler Nummer 13. Eine Hängematte ohne Moskitonetz. Ja. Was Moskitos, Spinnen und Insekten angeht, hat die Hängematte den großen Vorteil, dass sie in der Luft hängt und so bereits die meisten Bodenkrabbler vermieden werden. Aber mit Moskitonetz bist du dann von allen Seiten komplett geschützt. Das ist halt echt geil. Und wirst wahrscheinlich noch besser schlafen. 14. Keine Tropfschnüre. Bei Regen möchtest du verhindern, dass das Wasser über die Baumgurte in deine Hängematte läuft. Du kannst dafür sogenannte Tropfschnüre anbringen oder einen Karabiner zwischenschalten, damit das Wasser daran ablaufen kann, bevor es die Hängematte erreicht. Aber das verstehe ich nicht bei der Hängematte. Dass du die Schnüre beim Expert ist ja einfach so ein Ding extra dran. Warum haben sie das nicht gemacht? Bitte? Bei der Expert-Hängematte ist ja extra so ein gummiartiges Schild. Ja. Extra deswegen. Warum ist da extra? Das hat er ja selber rangebracht, oder? Ja, ja. Muss halt nicht. Weil das Wasser, das geht ja nur darum, dass das Wasser sich dann da an der Schnur entlang zieht und dann halt nach unten weiter. Achso, ja, ich weiß, aber ich finde blöd, dass die Hängematte es nicht einfach schon mit drin hat. Das hat er, das war eine andere Farbe, das hat er doch rangemacht, oder? Ich kann mir, also ja, kann sein, aber ich kann mir vorstellen, dass Ticket to the Moon das halt auch so gelöst hat. Naja. Ah, kann ich mir vorstellen, weil wenn ich mich jetzt mal daran zurückerinnere, bei Amazonas ist es ja auch
glaube ich so, dass da einfach nur so eine Schnur rangedengselt wurde. Mhm. Und nicht extra irgendwas hier mit, aber ich weiß, was du meinst bei der Expertin. Mhm. Das ist ja voll geil, weil es genau hinterm Karabiner ist einfach schon dran. Ja. Fertig. Denn sonst funktioniert das Ganze leider nicht. 15. Keinen Ridgeline Organizer. Diese kleinen Taschen sind einfach extrem praktisch und gehören für mich auf jede Hängematte. 16. Kein passendes Kissen. Vielleicht brauchst du auch gar kein Kissen, aber wahrscheinlich wirst du mit einem kleinen Kissen besser schlafen. Ja, wenn ich im Zelt schlafe, verwende ich einen Packsack mit meiner Daunenjacke. In der Hängematte brauche ich ein kleineres Kissen und stopfe daher nur die Hälfte meiner Jacke in den Packsack. Wenn du möchtest, kannst du deinen Rucksack und auch deine Schuhe an den Enden der Hängematte aufhängen. Für die Schuhe kannst du auch zwei Stöcke verwenden, das verhindert, dass Feuchtigkeit und Krabbeltiere reinkommen. Wenn du auch mit dem Tarp die Aussicht genießen möchtest, dann kannst du es ganz einfach mit einem Ast oder einem Trekkingstock etwas höher abspannen. Sollte deine Hängematte einmal nicht 100% perfekt eingestellt sein, dann kann es vorkommen, dass deine Knie etwas überstreckt werden. Dann musst du aber nicht unbedingt aufstehen und nachjustieren, sondern kannst auch ganz einfach eine Jacke oder ähnliches unterlegen, um so deine Knie zu entlasten. Mm. Manchmal bildet sich genau unter den Waden eine kleine Falte. Das ist kein großes Problem, aber das kann auf Dauer einen unangenehmen Druckpunkt erzeugen. Wenn das passiert, die Falte ganz einfach mit den Füßen von innen nach außen glatt streichen. Viele Hängematten können zusätzlich... Also der Tipp mit den Knien, sehr gut. Habe ich nämlich auch manchmal. Ja? Ja. Okay. Dass sie überstrecken. Abgespannt werden. Das zieht die Matte noch etwas auseinander und sorgt für mehr Platz im Kopfbereich. Meine ultraleichten Setups verlinke ich in der Beschreibung. Mehr Tipps findest du in diesen Videos. Alles Gute und bis... Ja, starkes Video. Ja, fand ich gut, ja. Kurz, bündig, alles drinne, geil. Ja. Nice.